Ja, mit der Antibiotika-Datenbank ist das so, dass die antibiotischen Behandlungen, die wir auf den Betrieben durchführen, dass sie jeweils auf dem Abgabebeleg erfasst werden. Und dieser Abgabebeleg wird genauso, wie wir den geschrieben haben, in die Antibiotika-Datenbank eingepflegt. Ich zeichne das jetzt einmal. Und zwar haben wir den Namen hier einmal anonymisiert dargestellt. Und dann sieht man hier einen durchschnittlich errechneten Bestand. Der ergibt sich aufgrund der Tiere, die der Landwirt eingibt in die Datenbank. Hier, das sind die Antibiotikatage. Das bedeutet, alle Tiere mal der behandelten Tage und das zusammengerechnet. Und teilt man diese zwei Zahlen, kommt man auf die Therapiehäufigkeit. Und die ist für diesen Betrieb bei 6,311. Das ist ein Ferkelaufzuchtbetrieb. Und ist das nun viel oder wenig? Es ist so, dass die Therapiehäufigkeit des einzelnen Betriebes, da werden alle zusammengerechnet und dann werden die Kennzahlen 1 und 2 bundesweit veröffentlicht. Und von diesen veröffentlichten Kennzahlen, die werden dann verglichen mit der betrieblichen Therapiehäufigkeit. Die 6,31 sind in diesem Fall eine mittlere Therapiehäufigkeit. Wie finden Sie das richtige Antibiotikum? Ja, wenn wir kranke Tiere im Betrieb haben, dann nehmen wir sehr oft Proben, um eben herauszufinden, welcher Erreger die Krankheit verursacht hat. Und diesen Erreger streichen wir dann auf den Agarplatten aus. Zunächst wächst da noch gar nichts drauf und das dauert etwa einen Tag in unserem Brutstrank, bis der Erreger gewachsen ist. Dann nehmen wir die dann raus und später nehmen wir von dieser Platte einen Erreger runter, streichen den nochmal hier auf einer anderen Platte aus. Und das hier ist ein Resistenztest. Der Erreger ist hier schon ausgestrichen und auf den kleinen weißen Plättchen ist jeweils ein Antibiotikum. Und nach wiederum einem Tag Bebrütungszeit bei 37 Grad wächst der Keim auf der Platte und dort, wo das Antibiotikum wirkt, entsteht ein Hemmhof. Das bedeutet, da drumherum wächst kein Erreger. Und dann wissen wir ganz genau, welches Antibiotikum für diesen Erreger in diesem Betrieb funktioniert.